Heute beangle ich einen kleinen Fluss in Norddeutschland. Abgesehen habe ich es auf große Aalande. Die stehen jetzt gerade, wo die Sonne ziemlich stark vom Himmel scheint, meistens im Tiefen. Ich beangle hier eine stark ausgespülte Außenkurve und werde mit Fließwasserfutter und geklebten Maden füttern, um die Fische einfach auch von Strom ab auf den Futterplatz zu locken. Und dann werde ich mit Maden an der Matchroute und mit Strömungsposen den Aalanden auf die Schuppen rücken. Als Posen für eine solch harte Strömung braucht man bauchige Strömungsposen bzw. auch Lutscherposen. Und ich stelle euch mal drei Modelle vor, die ich bevorzuge. Hier ist einmal eine dicke bauchige Pose mit 10 Gramm Tragkraft. Dann habe ich hier eine andere mit 6 Gramm. Das ist wohl wirklich das Niedrigste, was man an Tragkräften hier braucht, um wirklich mit dem Köder am Grund zu bleiben. Und hier ist jetzt eine Kralusso-Pose, die hat zwar nur eine Tragkraft von 5 Gramm, allerdings steht die auch wesentlich schnittiger in der Strömung aufgrund ihrer flachen Form. Und wir probieren mal, wie wir mit den Posen jetzt unseren Köder hier in der harten Strömung und auch direkt in der tiefen Außenkurve anbieten können. Zuerst werden die Maden vom Sägemehl getrennt. Dazu lasse ich sie jetzt durch ein Madensieb laufen. So, die freien Maden vom Sägemehl getrennten kommen jetzt in einen extra Eimer. So, die Maden sind jetzt von den Sägespänen getrennt und bereit dafür geklebt zu werden. Zuerst kümmere ich mich jetzt aber erstmal ums Futter. Als Futter verwende ich für die doch recht harte Strömung den Basic Mix von Profi Baits. Der hat eine doch recht relativ starke Bindung. Basic Mix heißt, er wird ohne Lockstoffe geliefert. Die müssen wir also auch später noch dazu tun. Damit dennoch eine Geruchswolke da ist, verwende ich hier von Top Secret das XY Special und gebe davon ein kleines wenig in das Futter, und zwar eine kleine Kappe voll. Es darf auch nicht zu viel sein, daher reicht also eine Kappe aus und dieser Lockstoff wird dann unter das Futter gemischt. Das Futter hat jetzt eine ganz leicht süßliche Geruchsnote und das ist eigentlich richtig gut, um die Aalande anzulocken. Jetzt müssen wir es nur noch nass machen. Das Futter haben wir jetzt angenässt und lassen es doch noch mal ein wenig ziehen. Kommen wir jetzt also zum Madenkleben. Hier sind die Maden, die werden jetzt angefeuchtet. Am besten nimmt man dazu so eine Sprayflasche, wie ihr die hier seht. Und zwei, drei Sprühstöße, die reichen normalerweise aus, denn die Maden sollen nicht komplett nass sein, sondern nur leicht feucht. Wenn die Maden sich leicht feucht anfühlen, geben wir Madenkleber dazu. Ich habe hier jetzt Crazy Glue von Browning und den mischen wir jetzt unter die Maden. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen mehr Wasser hinzugegeben zu den Maden, damit die auch wirklich leicht feucht sind. Und danach den Kleber unter die Maden gemischt und wie man jetzt sieht, entsteht hier also so eine Madenpampe, sag ich mal, ein Madenball. Einziger Nachteil vom Madenkleber ist, dass er nicht nur an den Maden, sondern auch furchtbar an den Händen klebt. Aber die kann man sich ja schließlich im Fluss waschen.
So, hier seht ihr das Ergebnis der relativ langen Futtervorbereitung. Zum einen das fertig angerührte Grundfutter, die geklebten Maden. Und jetzt fangen wir an anzufüttern, indem wir oberhalb des Gumpens entsprechende Bälle einwerfen. Dazu nehme ich hier einen kleinen Madenball, geklebte Maden, und umgebe den mit etwas Grundfutter. Das Futter dient mir quasi dazu, dass die Madenbälle schnell zum Grund kommen und dann dort unten die Fische locken. Ganz kurz zur Montage. Ich fange erstmal mit einer leichten Pose an. Das ist jetzt 8 Gramm. Das ist wahrscheinlich das Leichteste, wie man hier fischen kann in dieser starken Strömung. Die Pose ist eine typische bauchige Strömungspose, hat allerdings einen relativ dicken, eine dicke Antenne und dann eben auch einen verbreiterten Knubbel oben am oberen Ende. Dadurch sieht man die natürlich auch auf weite Entfernungen besser. Die Bebleiung sieht wie folgt aus. Zuerst habe ich ein 4 Gramm Durchlaufblei und dann eine Kette aus verschiedenen Bleischroten. Der Vorteil einer solchen Montage ist der, dass man das Vorfach beliebig verlängern oder verkürzen kann. Ich fische mit einer 16er Hauptschnur. Meine Vorfach ist 0,12 mm stark. Am unteren Ende befindet sich ein 14er Haken mit 3 Maden. Ich bevorzuge dabei nicht allzu dünndrähtige Modelle, weil wir es ja doch bei größeren Adern mit größeren Fischen auch zu tun haben. Und die sind hier in der Strömung auch ganz schön kräftig und können ganz dünndrähtige Häkchen auch mal aufbiegen. Schöner Fisch, aber der kleinste, den ich bislang hier rausgezogen habe. So, der erste Aaland ist gelandet. Ist zwar von der Größe her noch nicht ganz so das, was wir wollen, aber ein guter Anfang. Und wie man sieht, also Aalande reagieren auf geklebte Maden und Fließwasserfutter. So, der Fisch ist jetzt schon wesentlich besser. Das ist die Güteklasse, die wir eigentlich wollten.
und der nächste Aaland ist gelandet. Wie man sieht, geht es also auch, dass man Fische rausselektiert und nur Aalande fängt. So, das sind genau die Fische, die wir fangen wollten. Wie man sieht, ist unsere Taktik aufgegangen. Toller Angeltag, Sonne scheint, die Fische stimmen, klasse. So, das Wasser ist jetzt ein bisschen aufgelaufen. Die Strömung hat ein kleines bisschen abgenommen. Und jetzt haben sich Brassen eingestellt, wie man hier an dem Exemplar im Kescher sieht. So, das war's für heute. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe viele Aalande gefangen. Die Futtertaktik ist auch aufgegangen. Bis zum nächsten Mal.